Ich weiß noch ganz genau, jedes Mal, als ein neuer Trailer zu Stray gezeigt wurde, dass Leute komplett auf dieses Spiel abgegangen sind. Oh, endlich kann ich eine Katze spielen. Und dann gab es so die andere Gruppierung von Leuten, die gefragt haben, seht ihr darin noch irgendetwas anderes oder ist es wirklich, reicht das alleine aus, dass ihr nur eine Katze spielt, um so rauf auf diesen Titel abzugehen? Und als jemand, der zu diesen Leuten gehört, die sich auf den Titel mega gefreut haben und die jedes Mal auch abgegangen sind, als sie es in Trailern gesehen haben, kann ich ganz nüchtern sagen, ja, das reicht. Es reicht vollkommen aus, eine Katze zu spielen. Leute wie ich, die Stunden damit verbringen können, sich irgendwelche Katzenvideos anzusehen und die auch Leute dazu auffordern, ihnen weitere Katzenvideos zu schicken, das reicht vollkommen aus. Natürlich habe ich mir immer gewünscht und auch gehofft, dass das Spiel mehr zu bieten hat. Ich meine, vom Setting her sah es immer ganz cool aus, aber ich habe mir vor allem natürlich gewünscht, dass die Tatsache, dass ich eine Katze spiele, auch mechanisch interessant umgesetzt wird. Und um das schon mal vorwegzunehmen, nein, das ist leider nicht der Fall und obwohl ich Stray für ein gutes Spiel halte und es an sich empfehlen würde, gerade wenn ihr es aktuell im PlayStation Extra so mitnehmen könnt, kann ich die ganz hohen, also diese teils astronomischen Wertungen nicht wirklich verstehen. Aber ja, bevor ich in die Nitty-Gritty-Sachen, Details in dem Spiel eingehe, nochmal kurz die Info. Falls ihr neu hier seid oder beziehungsweise schon ein paar Sachen gesehen haben solltet und euch Reviews zu solchen Titeln, neueren Sachen eben auch gefallen, dann lasst doch einfach mal kurz ein Abo da. Geht einfach runter und verwandelt diesen hässlichen, diesen wirklich grässlichen, einfach nur in eure Retina sich einziehenden roten Button, in dieses wunderschöne, beruhigende Grau, dann geht's euch besser und dann sind wir auch endlich gemeinsam als Gruppe da, wo wir immer hinwollen. Dann sind nämlich 50% endlich alle Leute, die sich diese Videos gucken, auch abonniert. Über dieses Ziel sollten wir doch mindestens kommen. Geht einfach mal kurz runter, ihr fühlt euch gut, es geht euch besser. Wenigstens eine Sache heute auf der Checkliste abgearbeitet. Ja, macht was ihr wollt, aber auf jeden Fall Stray würde ich mal so ganz grob als dieses so eine 6, 7 von 10 Spiel irgendwie bezeichnen, was hervorragend aussieht, auch bis auf einige Animationsfehler das Ganze gut rüberbringt, was die Katze eben betrifft, aber ehrlich gesagt nicht viel damit macht. Und gerade auch so die Tatsache, dass ich weiß nicht, ob ich da überhaupt in dem Spiel großartig was spoilern kann, wenn ich darüber spreche, denn das Spiel, also ich habe das Gefühl, es versucht, ein Mysterium aufzubauen. Ne? Die Tatsache, dass du das Spiel anfängst und du bist das ganze Spiel über eine ganz normale Katze, aber eben in so einer Gruppe von 3, 4 anderen Katzen, man interagiert mit denen so ein bisschen und dann geht man am nächsten Morgen, wenn es aufgehört hat zu regnen, dann auf den normalen was Katzen halt so machen, ich weiß nicht, Territorien durchlaufen. Und die Katze, die man eben selber dabei spielt, bei einem der Sprünge, die vollzogen werden müssen, rutscht eben das Rohr, auf das sie springt, ab und fällt dann hinunter und landet in den Anfängenzügen so einer, ja, eingegrenzten Stadt, also quasi in so einem riesigen Betonklotz eingebauter Stadt, in der nur noch Roboter leben und scheinbar auch es irgendwelche Infektionen gibt, sodass irgendwelche, so als wären es so Vorgänger zu den Half-Life Headcrabs, als ob die irgendwo da sich manifestiert haben und rumlaufen, aber es sind keine Menschen mehr zu sehen in dem ganzen Konstrukt und ohne da jetzt irgendwie großartig was zu spoilern, man kann eigentlich schon ungefähr ahnen, worum es da geht, was passiert ist, was so die Thematik und dann eben auch so ein bisschen das Theme von diesem Spiel ist, was und damit macht es auch nichts wirklich was. Also das Spiel beschäftigt sich jetzt nicht mit der Grundlage, warum, was mit den Menschen irgendwie passiert ist, die dort wahrscheinlich früher mal gewohnt haben, was außen mit der Welt irgendwie passiert ist, warum das vielleicht passiert ist oder eben auch die Frage mit den Robotern, so warum sind die jetzt hier, warum verhalten die sich wie ganz normale Leute, weil zum Beispiel diese Stadt, in der man sich befindet, ist sehr an ostasiatische Großstädte angelehnt, also man könnte sich hier in irgendwie einer japanischen Kleinstadt oder eben auch in Südkorea oder so befinden, aber warum jetzt die ganzen Leute das irgendwie nachahmen, warum die Roboter dann auch Klamotten tragen, warum die irgendwelche Jobs nachgehen. Das wird nicht weiter von dem Spiel irgendwie behandelt. Muss es auch nicht, aber für mich war es eben so der Fall, dass in dieser Narrative nichts da war, an das ich mich irgendwie hängen konnte. Das Einzige, was so ein bisschen funktioniert hat, ist, dass man die Katze, die man eben spielt, relativ früh auf einen kleinen Roboter trifft, den man aktiviert. Also das, was scheinbar passiert ist, dass man das Gedächtnis oder irgendwie so die Persönlichkeit von einer früheren Person runterlädt in so einen Roboter, auch ganz geil, indem man einfach nur so ein paar Schalter betätigt und auf Tastaturen irgendwie so rumspringt natürlich. Und mit dem
kommuniziert man so ein bisschen. Und der Roboter hilft dann eben auch dabei, mit den anderen Leuten in den Städten zu kommunizieren, dass man für die eben so kleine Aufgaben machen kann, weitersuchen kann. Und so die Beziehung zwischen, ich will nicht sagen die Beziehung zwischen der Katze und dem Roboter, sondern eben eigentlich mehr so dem Roboter und man selber als Person, der natürlich die Katze verkörpert und dann spielt. Das ist das Einzige, was relativ gut funktioniert hat, ohne dem jetzt irgendwie eine Persönlichkeit zu geben. Aber ansonsten war da, ehrlich gesagt, fand ich nichts wirklich drin. Es war jetzt nicht so wie beispielsweise einem Limbo oder einem Inside, bei dem es dann, also gerade bei einem Inside, wo ja wirklich versucht wird, okay, du hast hier so eine seltsame Welt und gehst immer weiter in dieses Center rein davon und du kriegst nur so Eindrücke von dem, was irgendwie passiert und was mit den Leuten gemacht wird. Und die ganze Zeit denkt man irgendwie drüber nach, was der Grund dafür sein könnte. Und selbst zum Ende hin werden nur noch mehr Fragen aufgeworfen, aber mit so leichten Antworten, die man sich eben holen kann. Und das ist natürlich dann sehr darauf ausgelegt, das Ganze zu interpretieren. Und davon will irgendwie Stray nichts wissen. Ich habe mehr das Gefühl, es möchte nur diese Atmosphäre aufmachen. Es möchte das einfach so, oh, das ist visuell, finden wir es sehr cool, mit diesen ganzen Robotern hier zu interagieren, weil man eben selber eine Katze ist. Aber ansonsten macht es nicht viel damit. Und mit wo es eben auch nicht sehr viel macht, das sind die spielerischen Aspekte. Denn eine Sache, auf die ich mich halt sehr gefreut hätte, wenn ich eine Katze spiele, ist die Tatsache, dass die Bewegungen und Animationen auch spielerisch übertragen werden. Aber was das Klettern zum Beispiel betrifft, man findet sich ungefähr zwischen God of War 2018 und Uncharted. Und das ist schon ein Spektrum, was nicht sehr breit ist. Also wo wir schon uns in einem, was Plattforming und die Herausforderungen dabei betrifft, schon sehr flachem Wasser irgendwie befinden. Und Stray ist irgendwo dazwischen. Also es gibt keinen dedizierten Jump-Button. Man kann einfach nur an bestimmte Positionen dran gucken und wenn man da hinspringen kann, erscheint ein X und dann kannst du eben die X-Taste drücken und springst dann eben dahin. Also wie das bei God of War 2018 der Fall war. Nur, dass es eben etwas mehr Wege und häufigere Sprungmöglichkeiten gibt, als würde man irgendwo wie bei Uncharted irgendwo rumklettern. Und man kann aber auch tatsächlich die Tasten gedrückt halten. Also dass du zum Beispiel über die Schultertaste rennst und dann den X-Knopf gedrückt hältst, um wie bei einem Assassin's Creed automatisch da, wo du hinguckst und wo als nächstes hinspringen kannst, dann eben auch hinspringst. Nur selbst ein Assassin's Creed hat das ja in einem Titel wie Unity teilweise besser hinbekommen, dass man zumindest noch Tasten drücken konnte, ob man hoch oder runter geht. Und selbst das ist hier nicht der Fall. Und teilweise ist es echt ein bisschen hakelig, gerade wenn man von irgendwo oben wieder runterklettern möchte, dass ich dann versuche, den unteren Punkt anzuvisieren und da dann X zu drücken und die Kamera und die Katze irgendwo hin und her schiebe und dann denke ich, ah, ich hab's gerade, dann ist das der Prompt aber wieder weg, ich drücke und dann springe ich wieder nach oben irgendwo anders hin. Und du hast zwar kleinere Hub-Welten, in denen du die Umgebung erkunden kannst und in denen es auch so ein paar Geheimgänge gibt und irgendwelche Collectibles, die man finden kann, aber die reine Interaktion damit war wirklich sehr, sehr reduziert und auch dann eben in den Gameplay-Passagen. Das Spiel ist so ein bisschen darauf aufgebaut, du hast lineare Kapitel und Kapitel, in denen du dich in einer kleinen Hub-Welt befindest. Von diesen Hubs gibt es zweieinhalb, würde ich mal sagen. Also es gibt drei Orte, in die du reingehst nach und nach. Der zweite, der in der Mitte ist, du kannst dich zwar dort ein bisschen aufhalten, aber es geht mehr nur darum, so an so einem Art Baumhaus hochzugehen, mit ein paar Leuten zu interagieren und dann gehst du eben weiter. In den anderen Hub-Welten ist es aber wirklich so, dass du dann quasi in dem einen Teil so mehr so einen Vorort hast, ein paar Straßen und Gebäude und in dem nächsten ist es dann mehr so die Inner City, wo auch Läden sind, in die man reingehen kann, um mit den Leuten zu interagieren. Und dazwischen sind es wirklich nur lineare Pfade, die auch sehr kurz sind und die ihre eigenen Gameplay-Mechaniken, wenn es sie dann irgendwie gibt, gar nicht erst richtig ausreizen. Also zum Beispiel, musst du in eine Fabrik rein, um da einzubrechen und da sind dann so leichte Stealth-Passagen und es sind so ein paar Sentries, die rumfliegen und auf den Boden dann eben leuchten und man muss einfach nur nicht auf diese leuchtenden Bodenflächen kommen und das sind sehr leichte Patrouillen, überhaupt kein Problem, denn auszuweichen. Selbst wenn man erkannt wird, kann man einfach weglaufen und selbst wenn es in den roten Bereich reingeht, dann kann man den Laserstrahlen, die geschossen werden, aus dem Weg gehen. Ich bin das gesamte Spiel tatsächlich kein einziges Mal gestorben. Es gibt eine Trophäe für 9-mal zu sterben, weil haha, Katzen 9 Leben. Die habe ich bisher noch nicht, einfach weil selbst in den anderen Aufgaben, die ich versucht habe zu machen, bisher noch kein einziges Mal draufgegangen bin. Also ich weiß gar nicht, wie überhaupt der Game Over Screen aussieht in diesem Spiel. Und das ist eben auch dann in dem anderen Aspekt, dass es dann Verfolgungsjagden gibt, dass es so
so eine Seuche gibt, eine Manifestierung von irgendwelchen ekligen Kreaturen, die teilweise, das sieht schon ganz geil aus, wenn man so rumgeht und auf einmal starren einen so riesige, glubschige Augen irgendwie an, aber die einzelnen Viecher, die einen angreifen, sind halt wie so Headcrabs, die keine Arme haben, sondern einfach nur so ein paar Globbies, Glubschis mit Augen dran, die dann auf die Katze eben draufspringen, aber auch abgeschüttelt werden können, als wäre es irgendwie die Feinde aus Shattered Memories. Und das ist sehr, sehr reduziert immer. Also die Phasen, auch in denen man dann Verfolgungsjagden hat und vor diesen Viechern wegläuft, sind sehr kurz, 1-2 Minuten und dazwischen auch mal, also es gibt so einen Abschnitt in den Sewers, wo man reingeht, um von einem Gebiet zum anderen zu gehen, und da passiert so wenig und die Aufgaben, die man macht, sind immer nur: Gehe hier zu diesem Schalter hin, suche irgendwie den Punkt, wo die Katze durchgehen kann. Zwischendurch ist es mal wirklich so, oh, du musst noch irgendwo dran springen oder irgendwas runterschieben. Ne? Zum Beispiel später eine Aufgabe, dass man einen betrunkenen Mitarbeiter reanimieren muss, oder beziehungsweise der ist eben so am Schlafen an einem Tisch und man muss dann eben hochklettern und dann, weil haha Katze, kann man dann so ein Bierregal, so eine Bierkiste umschieben und dann fällt das eben auf den Roboter, der wird wach, geht zurück zu seinem Arbeitsplatz und dann kann man da die nächste Aufgabe lösen, indem man in eine Kiste reinspringt, weil haha, Katze in Kiste reinspringen. Und diese kleinen Interaktionen sind auch ehrlich gesagt ganz cool. Also zum Beispiel, dass ich einfach, das hat keinen spielerischen Mehrwert, es gibt keine Aufgabe, für die man das machen muss, aber es gibt die Möglichkeit, wenn eine Papiertüte irgendwo rumliegt, den Kopf reinzustecken und dann wird die Steuerung invertiert. Also dass man dann eben wirklich so schwummrig nur durch die Gegend läuft, bis die Papiertüte wieder vom Kopf abfällt. Das sind halt so geile Sachen. Auch, dass man an mehreren Orten irgendwelche Schlafplätze finden kann, um sich mit der Katze dorthin zu legen. Und die Kamera zoomt dann raus. An verschiedenen Positionen dass es in der Welt selber die Musik dann stattfindet. Das Spiel hat zwar einen normalen Soundtrack, aber es gibt zum Beispiel einen Moment, wo es einen Musiker gibt. Für den kann man auch Sheet Music finden. Und dann spielt er die Musik eben, während man sich daneben legt und die Kamera so ein bisschen rumzieht. Es gibt einen Grammophon, was man später sieht, und da kannst du eben, läuft eben auch eine Vinyl drauf, kannst dich daneben legen an so einem Fenster, so richtig cozy gemacht, als wär's irgendwie Lo-Fi Girl, so ein Screen aus solchen Sachen. Und die sind gut umgesetzt. Das ist halt vom Vibe her auf jeden Fall ein sehr ruhiges, chilliges, angenehmes Spiel. Aber die eigentlichen Aufgaben, die dann drin gemacht werden, sind so 0815, tausendmal in Hunderten Spielen gesehen, kein einziges Szenario oder Setpiece, was ich in irgendeiner Weise aufregend oder interessant fand. Und gerade wenn es irgendwie anfing, wie zum Beispiel später, wenn man aus einem Gefängnis raus muss, dass es dann, oh, jetzt gibt's noch Laserschranken, dann muss ich gucken, wie ich über und unter die Laserschranken drüber gehe. Aber dadurch, dass das Plattforming so reduziert ist, dass ich halt immer nur gucken muss, wo kann ich hoch und wo kann ich runterspringen mit der X-Taste, gibt es ja nicht mal wirklich, oh, jetzt muss ich das richtig timen, indem ich hier runterlaufe und dann irgendwie einen Sprung drüber mache, indem ich selber ausführe, sondern nein, ich gehe einfach an diesen Kletterpunkt, dann drücke ich da X, ich warte da drauf, bis sich dann die Laserschranke an mir vorbeizieht, und dann drücke ich nochmal X, wenn ich auf den Boden gucke. Und das gleiche gilt eben auch für die ganzen Stealth-Sequenzen. Das ist so sehr, es ist alles so annehmbar, vollkommen okay, aber nichts davon fand ich jetzt wirklich aufregend oder hervorragend umgesetzt. Es ist teilweise sogar noch so, dass in diesen Verfolgungsjagden es ein bisschen jank ist, dass die Spawn-Muster auch seltsam wirken, dass man teilweise durch Gegner durchrennen muss und nicht an ihnen vorbei, und manchmal rennt man an ihnen durch und man wird gegriffen und manchmal nicht. Es gibt zum Beispiel für diese erste Verfolgungsjagd eine Trophäe, dass du nicht ein einziges Mal gegriffen wirst, also nicht nur nicht sterben, sondern nicht gegriffen zu werden. Und das musste ich ein paar Mal machen, bis das funktionierte. Und ob ich jetzt von einem Vieh gegriffen wurde oder nicht, das schien teilweise reines RNG zu sein, wirklich. Also für mich die besten Momente waren tatsächlich diese Szenen, diese Hub-Welten, in denen ich einfach ein bisschen erkunden konnte. Und ne, obwohl das Klettern halt sehr reduziert ist, muss ich dann trotzdem überlegen, wie komme ich jetzt nach da oben? Welcher Weg ist es, den ich lang gehen kann, um da oben zu gehen? Gibt es irgendwie vielleicht was Verstecktes? Kann ich mit irgendetwas Coolem interagieren? Gibt es irgendwelche Charaktere, die vielleicht was Lustiges oder so zu sagen haben? Das waren für mich aus dem Spiel die Highlights. Die Sequenzen, diese Hub-Welten selber erinnern dann sehr stark an Adventure-Spiel-Logik. Also, dass ich da Items hin und her tauschen oder irgendwie finden muss. Ne? Zum Beispiel
dass ich dann, ich habe einen Händler, zu dem ich gehen kann und dem muss ich dann ein bestimmtes Item suchen. Der braucht aus irgendeinem Grund, will der irgendein Putzmittel haben. Und um dieses Putzmittel zu bekommen, muss ich in diesen Waschsalon rein. Der ist aber zu. Und die einzige Möglichkeit, das zu öffnen, ist dann auf das Dach zu klettern, wo sich aus irgendeinem Grund zwei Roboter versuchen, Farbeimer zu transportieren und die sich dann eben hinwerfen. Und während der eine gerade im Wurf ist, muss man dann mouncen, weil es gibt auch natürlich eine dedizierte Mounce-Taste. Was ganz cool ist, ich wünschte, da gäbe es mehr Laute und dass die Laute auch unterschiedlich wären, je nachdem, in welcher Position man sich befindet. Also gerade das Mouncen, was man machen kann, während man schläft, hört sich genauso an wie das Mouncen, was man machen kann, während man rennt oder einfach nur dasteht. Und das sollte eigentlich unterschiedlicher sein, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber ja, dadurch fällt dann ein Farbeimer runter, der Typ kommt eben aus dem Waschsalon raus, du kannst das Putzmittel holen, das dann zu dem Händler bringen. Dafür gibt er dir irgendwelche Kabel. Bei den Kabel kann man sich dann zu einem anderen Roboter gehen und der baut dann einen oder häkelt einem daraus irgendeinen Pullover. So, und das Ganze führt sich dann in solchen Logikketten weiter, ne? Also wie man das eben klassisch kennt. Auch da, das Besondere ist eher die Art und Weise, was es eben ist. Ne? Zum Beispiel, dass du dann, um einen Pullover zu stricken, ist es jetzt in dieser Welt, weil es Roboter sind, benutzen die dann irgendwelche Kabel, um sich daraus einen Pullover zu stricken und eben nicht normalen Stoff beispielsweise. Das sind so die interessanteren, cooleren Aspekte da dran, aber ansonsten ist es wirklich nichts Besonderes. Ne? Deswegen meine ich so, Stray ist für mich halt so ein 6 von 7 Spiel, weil es macht an sich nichts falsch. Ich würde sagen, das Plattforming ist teilweise, hat, wie ich das vorhin meinte, kann auf jeden Fall zu Problemen führen, aber deswegen hatte ich jetzt nie Schwierigkeiten, durch das Spiel zu kommen. Es ist einfach wirklich so, dass es absolut, bis auf die Tatsache, dass ich eine Katze spiele und ich habe diese paar Interaktionen, nichts Besonderes macht. Aber, und ich weiß, ich hatte darüber auch schon auf Twitter gesprochen, dass übrigens super wenig Leute kommen irgendwie rüber und mir, falls ihr diese Höllenplattform benutzt, warum nicht einfach mal auch @SpecOps folgen und mal rüberkommen. Aber da hatte ich schon drüber gesprochen und ich hatte auch da gesagt, und ich finde das immer noch, es ist ein bisschen pedantisch, aber das, was mir aufgefallen ist, relativ früh, ist die Tatsache, ich spiele eine Katze. Und auch bis zum Ende kam es keine Auflösung oder irgendwas Wichtiges so, dass es irgendwas anderes sein sollte. Nein, ich spiele eine Katze. Und in diesen ganzen kleinen Interaktionen, die ich habe, ne, Papier aufheben oder mich an Leute dran schmusen und schlafen oder dass ich in einen Eimer reinspringe und dann die Pfoten vorne ganz süß eben rausgucken. Diese einzelnen Interaktionen, Animationen, die geben mir das Gefühl, dass ich eine Katze spiele. Alles, was ich in der Handlung mache, passt aber nicht dazu, weil ich habe auf einmal einen Roboter und der Roboter kann mit mir richtig kommunizieren scheinbar, dass dann auch die anderen Roboter, die dann mit dem Roboter kommunizieren und an mich dann weitergeben, scheinbar durch einen Text, den die Katze lesen kann, dass sie mir dann Aufgaben geben, dass sie dann sagen, hey, geh jetzt bitte in dieses Gebiet, geh da hoch auf den Turm und dann setzt du diesen Transmitter oder so, den ich geholt habe, den setzt du eben bitte da dran, mach das für mich. Oder, oh, jetzt hol mir irgendwie einen Gegenstand, damit wir hier raus können oder fahr irgendwie dahin und mach das. Also der Katze werden halt richtige Aufgaben gegeben. Eben auch diese Adventure-Puzzle, die man macht, dass die Leute dann sagen, hey, ich brauch das. Und dass du dann eben diese Rätsel löst. Also etwas, was eine Katze gar nicht irgendwie wahrnehmen oder verstehen könnte und was dazu führt, dass ich einfach rausgenommen werde, so ein bisschen der Tatsache, weil das für mich der große Selling Point ist, dass ich eine Katze spiele. Und ich habe immer so eine Dissonanz zwischen diesen ganzen Szenen, diesen außerhalb der Handlung passierenden Interaktionen in der Welt, wo ich das Gefühl habe, ja, ich spiele eine Katze. Oder ich erkunde einfach jetzt selber für mich etwas. Ich kletter jetzt einfach hier hoch oder ich gehe hier irgendwie lang oder selbst in den Verfolgungsjagden, weil ja, ich werde verfolgt, also ist es jetzt auch instinktmäßig für mich als Katze logisch, dass ich da jetzt durchgehe und irgendwas mache. Vollkommen okay. Oder selbst, dass der Roboter ist halt bei mir und dann fällt der um und dann denkt sich die Katze, okay, alles klar, den packe ich jetzt und dann nehme ich den halt mit. Oder stupst den so ein bisschen an mit den Pfötchen. Das ist vollkommen okay, aber dedizierte Aufgaben zu kriegen und irgendwo lang zu gehen und mit Leuten zu interagieren, halt wirklich, dass du das Gefühl kriegst, so du brichst aus einem Gefängnis aus später und dann sagt der andere Roboter, hier, lauf jetzt schnell weiter, ich versuche irgendwie die Cops aufzuhalten und die Katze reagiert eben auch so darauf, als ob sie das irgendwie verstehen würde und dann traurig ist und das ist, nein. Das nimmt das bei mir ein bisschen raus und ich habe so das Gefühl, dass man, okay, du willst diese Geschichte machen mit den Katzen und dann wolltest du diesen anderen Aspekt irgendwie erzählen, aber der passt für mich einfach nicht zusammen. So, entweder mach es wirklich wie einen Limbo beispielsweise, wo ja auch, ich habe ja keine Quest in Limbo. Meine Quest ist, dass ich von links nach rechts laufe durch das ganze Spiel und ich kann nur nach rechts laufen und meine Aufgabe ist es einfach weiterzukommen. So, einfach die Figur zu überleben. Dass wenn du es mit einer Katze machen würdest, wo es einfach nur darum geht, weiterzukommen. Hey, du verlierst deine Gruppe, du fällst irgendwie runter.
runter und deine Aufgabe ist es, irgendwie zu überleben und weiterzukommen und dann Aufgaben zu haben, in denen es nur darum geht, irgendwo hinzugehen und halt nicht mit Leuten zu interagieren. Das wäre, glaube ich, etwas gewesen, was deutlich mehr gepasst hätte. Du hättest ja Aufgaben machen können, wo du ja trotzdem noch vielleicht mit anderen Tieren oder so interagierst. Weil ich fände es jetzt auf jeden Fall ein bisschen realitätsnäher, wenn du zumindest andere Katzen hättest, mit denen es interagiert. Also nicht, dass es da irgendwelche Katzen gibt, die dir Quests und Aufgaben geben, aber die Interaktion darüber gestalten. Das ist etwas, das es mehr passen würde zueinander. Weil ich habe halt das Gefühl wirklich, du hast einmal, okay, wir spielen eine Katze und die Katze will hier raus aus dem, ne, die will wieder in die Oberfläche, in die Außenwelt reinkommen. Das ist so, okay, klare Motivation dafür, passt. Und dann hast du diese komplette Roboter, Ende der Welt, sonst was, Apokalypsengeschichte, was ist hier passiert und die reden mit dir, haben ihre eigenen Probleme und geben dir Aufgaben. Und das passt nicht zueinander. Das fühlt sich irgendwie nicht nach einem kohärenten Spiel an und eben auch eine Erfahrung, dass ich eine Katze spiele. Und das Ganze führt eben so dazu, dass ich am Ende sagen muss, ja, es lohnt sich, glaube ich, also wenn man Katzenliebhaber ist, so wenn ihr eben auch so jemand seid, ich meine, ich persönlich benutze TikTok nicht, weil ich Angst habe, was das für ein Produktivitätsloch ist, aber ich lasse mir jeden Abend von meiner Freundin quasi gute Katzen-TikToks zeigen oder kriege irgendwie Sachen geschickt oder guck mir die Scheiße auf Twitter an, wenn ihr mein Feed seht, da retweete ich auch genügend drauf. Oder wenn ihr eben selber Katzen habt oder gerne die Tiere mögt, so, dann ja, holt euch das Spiel oder eben ne, mit PlayStation Extra kriegt man es ja beispielsweise automatisch dazu und dann, das ist 4-5 Stunden lang das Spiel, überhaupt kein Problem, das in einem oder zwei Abenden dann eben aufgeteilt zu spielen. Aber dann nimmt es eben auch explizit für diese Katzenerfahrung mit. Wenn ihr an dem Aspekt keinerlei Interesse habt, wenn ihr zu den Leuten gehört, die da drauf geguckt haben und gesagt haben, das ist einfach nur, ich spiele eine Katze und das ist es, das ist so die Motivation dahinter, das ist der Grund, warum ihr darauf so abgeht. Den Aspekt kann ich nicht so wirklich nachvollziehen. Dann braucht ihr dieses Spiel nicht spielen. Dann braucht ihr wirklich dieses Spiel nicht spielen. Das ist ein reines Vibe-Game. Das ist einfach darauf ausgelegt, diese Interaktionen und das ein bisschen mit der Katze durchzuleben, weil ansonsten gibt es einfach genügend Titel, die das, was das Spiel versuchen, 1000-mal besser machen und diese ganzen Plattformen, also ich will das eigentlich fast nicht mal richtig Plattforming nennen, aber auf jeden Fall diese Plattforming-Passagen und das Rätsel lösen und die einzelnen Aufgaben, Verfolgungsjagden, die sind so Durchschnitt, also dass ich sagen muss, dass der Aspekt vom Spiel so eine glatte 5 von 10 ist und die Katzensachen, die werten es dann nochmal auf so eine 6 oder so auf, aber das wäre es dann eben gewesen, ja. Freut mich auf jeden Fall, ich mag an sich solche Titel und ich fände es cool, wenn es noch ein Spiel gäbe, was das vielleicht ein bisschen weiter untersuchen würde, eben ne, genau die Tatsache, ein tatsächliches Tier eben zu spielen. Aber ich hoffe, euch hat das Video zumindest gefallen. Ihr könnt das ganz gut nachvollziehen. Auch wenn ihr komplett anderer Meinung seid, ist das vollkommen okay. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich lese mir das gerne durch. Ihr braucht nur nicht so weit gehen, mich zu beleidigen, weil dann, warum sollte ich irgendwelche Kommentare durchlesen oder großartig drauf eingehen, die mich beleidigen? Ich werde euch einfach nur in den Kommentaren selber bloßstellen. Also spart euch das lieber. Aber ansonsten höre ich gerne auch andere Meinungen an. Selbst wenn ihr, ne, also gerade von Leuten, die dann irgendwie sagen, nein, Björn, das ist eine 10 von 10, das ist eine 9 von 10. Die ganzen Reviews auf Metacritic, die waren auf jeden Fall vollkommen richtig. Schreibt es mir gerne rein, was ihr davon zu halten habt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Beitrag. Bis dann. Bye.